Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Alvip Bestwin. Und Lanil hat eine Windäther-Quest für uns. Alvip, ich habe bereits von deinen Taten gehört. Verbündete von Jonka sind uns als Besucher immer herzlich willkommen. Ich heiße Lanil und bin die Zeremonienmeisterin des Dorfs. Wie ich höre, bist du auf dem Weg zu den Irrungen der Kitari. Wenn dem so ist, werden wir unsere Aufgabe, die heilige Ruine so lange zu beschützen, bis die Besitzer des Siegels von Jonka erscheinen, bald erfüllt haben. Du hast es also noch geschafft. Sicher hast du davon gehört, dass es seit der Lichtflut immer weniger und weniger von uns Viehs hier im Wald gibt. Die verbleibenden männlichen Viehs sind bald an 5 Fingern abzählbar. Es wird nicht mehr lange dauern, bis diese Siedlung verlassen sein wird. Allerdings fällt es schwer, den Lebensstil umzustellen, wenn man erstmal mein Alter erreicht hat. Ich werde hier so lange Jonka treu ergeben weiterleben, bis diese Siedlung wieder zum Wald wird. Gerade jetzt ist die Zeit gekommen, unser Gelübde gegenüber den Göttern zu erneuern. Bei den Heiligtümern im Norden wird eine Zeremonie stattfinden, die unsere Gebete zu ihnen trägt. Alvip, möchtest du vielleicht als Zeugin an der Zeremonie teilnehmen? Wenn sich eine Verbündete dazu gesellt, wird das die Götter erfreuen. Ich danke dir. Bei der Zeremonie muss der Zeuge eine wichtige Aufgabe erfüllen. Aber das sollte für jemanden, der so kampferprobt wie du, kein Problem darstellen. Geh bitte zu den Morgensternen im Norden. Dort wirst du die junge Zwillingsschwestern antreffen, die damit betraut wurden, die Zeremonie durchzuführen. Sprich mit Fyna, der Älteren der beiden. Okay, mach ich. Wo ist das? Ach, da bei der Pyramide. Okay. Was führt dich zu den Morgensternen? Die werden gleich mit einer Zeremonie beginnen. Wir warten nur noch auf jemanden, der als Zeuge teilnehmen soll. Ja, das bin dann wohl ich. Oh, du bist Alvip? Es freut mich sehr, dass Lanil dich als Zeugin auserwählt hat. Dein Name ist derzeit in Farno ja in aller Munde. Ich bin Fyna, eine Schülerin von Lanil. Und dies hier ist meine Zwillingsschwester. Ziona, eine Verbündete von Jonka bei uns zu haben, ist uns eine Ehre. Aber Fyna, bei dieser Zeremonie geht es um Erneuerung des Gelübdes der Wils gegenüber den alten Göttern. Sie mag eine Verbündete sein, aber sie ist dennoch eine Außenstehende. Aber wenn Lanil sie doch auserwählt hat, die Gelegenheit, die Zeremonie zusammen mit jemandem aus der Überlieferung durchzuführen, wird sich nicht noch einmal ergeben. Wenn du es sagst... nun zu der Zeremonie. Ganz einfach gesagt handelt es sich um ein Gebet an die Götter, aber unsere Gedanken dringen nicht von alleine aus unserer Welt in die ihre. Deshalb sind wir auf die Geister des Waldes angewiesen, die als Medium fungieren. Die Geister erscheinen als Reaktion auf unsere Gefühle während des Gebetes. Der Zeuge der Zeremonie hat die Aufgabe, die Geister zu besiegen und sie zusammen mit unseren Gedanken zurück in die Welt der Götter zu schicken. Alvip, deine Aufgabe wird also darin bestehen, die Geister zurückzuschicken. Bist du bereit, während der Zeremonie für uns zu kämpfen? Ja, klar doch. Danke, mit dir wird diese Zeremonie sicherlich etwas ganz Besonderes. Lass uns beginnen. Alvip, schließe deine Augen. Bereite dich auf die Geister vor, während wir unser Gebet anstimmen. Gepriesen seid ihr, o Götter von Jonka, Götter unserer Herzen. In ewigem Grün soll der Wald erblühen und seine Weisheit darf nie vergehen.
auf dass der Kreislauf des Lebens sich ewig wiederhole, erneuern wir unseren Schwur. Geister des Waldes, erwidert den Ruf der Wächter von Ronka. Erscheinet, ihr Boten, und tragt hinfort unser Gebet. Oh, aber das sind ja... Sieh, Geister gegensätzlicher Elemente sind erschienen. Das ist ein schlechtes Omen, ein ganz schlechtes. Wir müssen sie auf jeden Fall zurück in die Welt der Götter schicken und diese Zeremonie vorläufig beenden. Elwib, schicke diese Geister bitte schnell zurück. Wir werden sie mit unserem Gebet in Schach halten. Also gut. Danke, dass du uns geholfen hast. Leider ist die Zeremonie trotz unserer Anstrengungen fehlgeschlagen. Wie ich bereits sagte, gilt es als schlechtes Omen, wenn Geister entgegengesetzter Elemente erscheinen. Wenn die Boten sich gegenseitig bekämpfen, kommen sie vom Weg ab und unsere Botschaft gelangt nicht zu den Göttern. Also war es doch falsch, eine Außenstehende an der Zeremonie teilnehmen zu lassen? Zum Glück lässt sich die Zeremonie wiederholen, aber dann ist sie nicht dabei. Hä? Das war sehr unhöflich gegenüber Elwib und gegenüber Laranil, die die Wahl getroffen hat. Entschuldige bitte. Du wolltest ja nur helfen. Wir werden den Altar aufräumen. Kannst du bitte zu Laranil zurückkehren und ihr davon berichten, was geschehen ist? Na klar kann ich. Hallo Elwib, die Zwillinge sind noch bei den Heiligtümern? Wie ist die Zeremonie gelaufen? Feuer und Eis, zwei entgegengesetzte Elemente. Ich verstehe, die beiden machen mir Sorgen. Die Zeremonie wird sicher schon bald wiederholt werden. Entschuldige bitte die Umstände. Ach, diese beiden. Bei der nächsten Zeremonie werden wir unsere Gelübde an die alten Götter erneuern. Für das Gelingen der Zeremonie ist es ausschlaggebend, dass die beiden Betenden ein Herz und eine Seele sind. Deshalb habe ich die Zwillingsschwestern ausgewählt, deren Blut seit jeher verbunden ist. Eigentlich sollte ein einzelner Geist als Antwort auf das Gefühl der Betenden erscheinen. Dass mit Feuer und Eis zwei entgegengesetzte Elementargeister erschienen sind, kann nur bedeuten, dass die beiden in ihrem tiefsten Inneren nicht miteinander harmonieren. Niemand sollte besser geeignet sein als die Zwillinge Kyuna und Fyna. Aber irgendetwas muss sich negativ auf die Harmonie zwischen ihnen ausgewirkt haben. Ich habe versucht herauszufinden, ob in letzter Zeit etwas zwischen den beiden vorgefallen ist, aber leider redet hier niemand gerne offen mit mir. Elwib, wärst du bereit, mir in dieser Angelegenheit zu helfen? Vor einer Außenstehenden wird dir sich... Wie dir sind meine Landsleute vielleicht nicht so zurückhaltend. Befrage bitte die Fies hier in der Siedlung und zu den Zwillingsschwestern. Du wärst mir eine große Hilfe. Natürlich machen wir das. Ach, das ist die falsche Richtung. Ich muss ja...
sie auf der Karte ja immer noch das, das Symbol für die Main-Story. Ziona und Fina, die beiden sind geradezu berühmt dafür, dass sie sich unglaublich gut verstehen. Deshalb wurde ihnen ja auch die verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut, die Zeremonie durchzuführen. Ich meine, wir sind hier alle wie eine große Familie, aber Schwestern, insbesondere Zwillingsschwestern, haben eine ganz besondere Verbindung. Allerdings wurde in letzter Zeit viel über die Zukunft unserer Siedlung geredet und die beiden waren, was dieses Thema angeht, wohl verschiedener Meinung. Ich frage mich, ob sie ihrer Aufgabe als Betende in diesem Zustand noch gewachsen sind. Okay. Dann schauen wir mal, was sonst noch für Erkenntnisse kommen. Die Zwillinge. Mit Fina habe ich letztens gesprochen. Ich habe vor, mich auf Wanderschaft zu begeben und den Wald zu verlassen. Dazu wollte ich ihre Meinung hören. Weißt du, wenn wir einmal den Wald verlassen, dürfen wir niemals wieder hierher zurückkehren. Bisher war das ein absolutes Tabu, obwohl es schon immer welche unter uns gab, die sich von ihrer Bestimmung Wächter von Ronka zu sein lossagen wollten. Doch mit dem Erscheinen der Verbündeten von Ronka geht unsere Pflicht dem Ende zu. Nun denken viele fies darüber nach, wie es wäre, die Welt zu erkunden. Fina und ich gehören zu denen, die das Fernweh gepackt haben. Okay, da muss ich jetzt hier wieder runter. Oder? Und dann hier runter? Nee. Dann bin ich hier falsch. Aber hätte ich wohl doch oben bleiben müssen. Lang. Ah, doch. Ja, einfach nur in einem Baum hätte ich gemusst. Oh, ich habe mich oft ganze Nächte mit Ziona unterhalten, über alles Mögliche, beispielsweise die Anfänge von Fano und unsere Bestimmung. Der Überlieferung zufolge waren unsere Ahnen Nomaden, doch irgendwann wurde die Göttin Ixmaya auf die Fies aufmerksam und verliebte sich in unser Volk. Sie setzte dem Herrscher der Ronka-Zivilisation ihren göttlichen Willen in den Kopf und er drängte alle anderen dazu, den neuen Glauben zu akzeptieren. Seit jener Zeit haben wir Fies uns niedergelassen und unterstützen fortwährend als Wächter der Heiligtümer das Ronka-Kaiserreich. Ziona hat mir erzählt, dass sie nicht bereit ist, mit dieser Tradition zu brechen. Ich verstehe. Fina hat begonnen, sich nach der Ferne zu sehnen, während Ziona viel an unserer Tradition liegt. Wenn es eine so große Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden gibt, ist es nicht verwunderlich, dass die Zeremonie fehlschlug. Die beiden waren von klein auf immer zusammen, doch während die ältere Schwester immer heiter und fröhlich war, war die jüngere Schwester eher still und bedächtig. Zu ihrem unterschiedlichen Temperament kam der Einfluss, den unsere gegenwärtige Situation auf die beiden hat. Nun stecken wir wohl in einer ziemlich verzwickten Lage. Wir sind mit dem Aufräumen des Altars fertig. Erlbe, danke, dass du Linel bereits alles berichtet hast. Lanil. Was die Zeremonie betrifft. Ja, Erlweb hat mir bereits von den erschienenen Geistern erzählt. Natürlich müssen wir die Zeremonie wiederholen, aber in eurer jetzigen Verfassung würde das zu gleichem Ergebnis führen. Gar nicht. Nächstes Mal klappt es bestimmt. Wir hatten nur einen schlechten Tag. Ich bin sicher, dass es an dieser Verbündeten von Ronka lag. Schließlich ist sie eine Außenstehende. Du solltest selbst wissen,
dass der Grund eures Scheiterns woanders liegt. Wie es scheint, seid ihr zwei verschiedener Meinung, was die Zukunft von Fano betrifft. Natürlich bilden auch wir Fiesen uns eigene Meinungen. Aber wenn ihr nicht mal als Zwillingsschwestern die Meinung der jeweils anderen akzeptieren könnt, wird es weder mit der Zeremonie noch mit unserer Siedlung ein gutes Ende nehmen. Ihr werdet euch mit Erbe zusammen auf die nächste Zeremonie vorbereiten und euch von ihr über die Welt da draußen erzählen lassen. Und was die Zukunft unserer Siedlung betrifft, werdet ihr eure Meinungen gegenseitig respektieren. Wenn eure Herzen nicht harmonieren, kann die Zeremonie nicht gelingen. Erwe, es tut mir leid, dass ich dich so in unsere Angelegenheit hineinziehe. Aber würdest du uns noch einmal helfen? Natürlich helfe ich euch. Wir werden sicher viele Fragen an dich haben, Erwe. Danke, dass du dir so viel Zeit für uns nimmst. Dann ist es entschieden. Kümmere dich bitte gut um die beiden. Oje, da gibt es wohl einiges an Gesprächsbedarf, bis ihr beide wieder ein Herz und eine Seele seid.